Hallo und willkommen zu 20 Minutes, der Wahlkampfkonfrontation von Salto. Heute zu Gast Paul Könsberger vom gleichnamigen Team Könsberger und Philipp Achammer, Obmann der Südtiroler Volkspartei. Herr Achammer, die Volkspartei hat nur vor einer Person in diesem Wahlkampf Angst. Da sitzt es neben Ihnen, Paul Könsberger. Gut zu wissen. Paul Könsberger. Gut zu wissen, dass wir Angst haben, also. Ich würde sagen, Angst braucht man von niemandem haben als politischer Konkurrent oder besser gesagt als Mitbewerber, wenn man selbst ein überzeugendes Programm hat. Und ich glaube, wir haben ein überzeugendes Programm, wir haben einen sehr überzeugenden Landeshauptmann-Kandidaten und in dem Moment sind wir zuversichtlich für den 21. Oktober. Es fällt aber auf, dass Sie mehr oder weniger der Konfrontation mit Paul Könsberger ausstellen. Naja, ich denke, auch die Bürgerinnen und der Bürger draußen erwartet sich nicht die Konfrontation, vor allem nicht die persönliche, sondern ein Ringen um die besten Programme. Das ist der Anspruch auch für dieses Land. Und zum Zweiten muss ich sagen, ja, wir führen schon zum Teil auch einen kuriosen Wahlkampf. Wir erleben ja schon und begegnen ja schon selbsternannten Landesräten von Seiten des Team Könsberg. Ich bin schon einem Umweltlandesrat und einem Bildungslandesrat begegnet. Das ist durchaus eine kuriose Situation. Aber wir als Südtiroler Volkspartei überzeugen mit unserem Programm. Schlammschlachten, glaube ich, sind in diesem Wahlkampf auch nicht angemessen. Das erwartet sich niemand, wenn schon die besten Programme. Herr Könsberg, Sie sagen, Sie wollen nicht Opposition machen, sondern regieren. Ein sehr ehrgeiziges Ziel. Das ist ein Angebot an die Bürger, man will ja was mitgestalten. Ich habe es ja miterlebt, was es heißt, im Landtag zu sitzen, 5 Jahre lang, da kann man auch konstruktive Vorschläge machen. Hier und da geht auch etwas durch, das wird dann in der Regel aber nicht so sehr umgesetzt. Also ist die Arbeit im Landtag, die Oppositionsarbeit wichtig, aber das ist mehr eine Kontrollarbeit. Wenn man was gestalten will, dann muss man an den Schalthebel um 8 setzen. Mitregieren ist natürlich nicht ein Angebot an die SVP, ist ein Angebot an die Bürger. Wir würden gerne Verantwortung übernehmen. Dann werden wir hätten gerne eine Regierung der Bürger und Bürgerinnen, wo sie eben auch mitregieren können, weil man im konstanten Austausch bleiben möchte. Das wäre so ein bisschen das Markenzeichen, das wir uns geben möchten. Wir haben ja auch die Sprechblase in unser Symbol hinein fabriziert aus dem Grund. Und dann werden wir schauen, was die Wähler dazu sagen. Und Sie kommen von Cinque Stelle, ja. Von der Bewegung 5 Sterne. Die 5 Sterne sind in Rom in der Regierung. Die Minister dort machen nicht gerade die beste Figur. Keine Angst, dass Ihnen das aufblüht? Hier in Südtirol, sollten Sie regieren? Regierungsjob ist natürlich verantwortungsvoller Job. Das ist ganz, ganz klar. Das ist was anderes, als wie in einem Legislativorgan in der Opposition zu sitzen. Das ist uns völlig klar. Ich glaube aber, ich habe ein gutes Team. Da sind viele Leute mit spezifischen Kompetenzen dabei, die so einen Landesrat ohne weiteres stemmen würden. Aber darüber jetzt zu spekulieren, glaube ich, hat nicht viel Sinn. Jetzt lassen wir mal die Wähler entscheiden und dann haben wir noch Zeit, darüber zu reden. Ich darf nur eines hinzufügen, ich habe ja sehr, sehr oft von Kandidatinnen und Kandidaten des Teams Könsberger gemeint und gehört, wir möchten mit der SVP regieren, also ausdrücklich mit der SVP. Ich muss das aus heutiger Perspektive ausschließen, denn wir haben das Ziel, erstens stabile Verhältnisse nach wie vor zu haben und sollten wir das Vertrauen bekommen und in die Verantwortung gerufen werden, dann ist zuallererst natürlich dafür Sorge zu tragen, dass die durchs Autonomiestatut gewährleistete Vertretung der italienischen Sprachgruppe in der Landesregierung gegeben ist und wir werden dann schauen, wem die italienische Sprachgruppe auch am meisten an Zustimmung zuspricht. Ja, also aus heutiger Perspektive, wenn man sagt, weil ich weiß, bei Veranstaltungen, auch wir werden angesprochen und sagen, aha, ist das jetzt schon gemachte Geschichte, weil man immer hört vom Team Könsberger, mit der SVP wollen wir auf jeden Fall regieren, das höre ich von vielen Kandidaten. Ich muss es aus heutiger Perspektive, als SVP, ob man ausschließen und sagen. Ich glaube, es ist schon klar, wir können beide, also zwei Sachen. Das erste, wir kennen ja beide das Autonomiestatut. Die SVP möchte mit einer italienischen Partei koalieren, muss aber nicht mit einer italienischen Partei koalieren. Es braucht ein oder zwei Italiener als Landesräte in der Regierung, das wissen wir. Aber ob die von einer Südtiroler Partei kommen, einer italienischen Partei, das steht im Autonomiestatut nicht, das ist völlig irrelevant. Also gibt es diese theoretische Möglichkeit schon, dass dann die SVP lieber mit der Lega eine gemeinsame Sache macht, das wissen wir mittlerweile alle, das ist ein offenes Geheimnis. Die Lega sagt das jedem, der das hören will. Und zum Zweiten, nur wenn ich ganz kurz fertig machen darf, das Mitregieren, ich sage nochmal, das ist ja nicht ein Angebot an die SVP, das ist ein Angebot an die Wähler. Und wenn man in der Regierung sitzen will, dann wird es logischerweise nur mit der SVP gehen, das ist klar, außer es gibt hier eine Revolution, an die niemand glaubt, ich als Erster nicht. Aber das Angebot ist an die Wähler, nicht an die SVP. Wird sich die SVP nicht einstellen müssen? Die SVP ist seit 45 Jahren der Macht in Südtirol. Wird sich die SVP nicht irgendwann mal darauf einstellen müssen, auch auf der deutschen Seite einen Koalitionspartner zu haben? Ist es nicht an der Zeit? Naja, ich erlebe eines, vor allem zur jetzigen Zeit. Wir haben eine völlig chaotische Situation in Rom. Ich muss wirklich sagen, wir haben anstatt einer Regierung eher zwei Nichtregierungen. Also die geben ein Bild ab, das wirklich, das ist auch angesprochen, keine gute Figur ist. Wir haben Situationen auch auf bundesdeutscher Ebene,
können, spätestens nach der Bayernwahl werden diese auch katastrophal sein, da bin ich fest davon überzeugt. Und die Bürgerinnen und Bürger gerade jetzt im Wahlkampf erwarten sich von uns, auch von der Südtiroler Volkspartei, entscheidet klar, trefft klare Entscheidungen, damit wir stabile Verhältnisse auch morgen im Land haben. Und ich muss einfach deutlich sagen, und das hat nichts damit zu tun, nach dem Prinzip wählt jetzt Hauptsache SVP, ich wünsche mir für dieses Land eine stabile Situation, dass man Entscheidungen auch durchziehen und auch treffen überhaupt kann. Und es ist einfach eine, ja, wäre es eine Dreier, eine Vierer oder was weiß ich, welche Koalition, dann ist es halt der Kompromiss des Kompromisses vom Kompromiss, der reingegangen werden muss. Und ich wünsche mir, dass man, und das ist nicht der Anspruch, alles richtig zu machen, es werden auch Fehler gemacht, es sind auch Fehler passiert, keine Frage, aber dass man zumindest klar auch entscheiden kann. Dieses Mantra der Alleinregierung, die so effizient ist, und dann kann ich schnell entscheiden, verliere keine Zeit, hat auf diese letzte Legislaturperiode schon nur sehr bedingt zugetroffen. Also wenn ich denke, wie viele Gesetze zum Nachbessern wieder in den Landtag gekommen sind, wie viele Sachen eigentlich wirklich nicht entschieden worden sind, dann muss man das schon in Frage stellen. Und ich glaube auch, wenn man die Schweiz oder andere Länder anschaut, wo Koalitionsregierungen ganz gang und gäbe sind, dann ist dieses sagen Monopol ist hier effizienter als eine Regierung, wo man sich mit anderen auseinandersetzen muss. Das stimmt schlichtweg. Die Volkspartei hat entschieden, es wird eine Landesregierung SVP-Lega geben? Nein, die hat nicht entschieden. Also noch einmal ganz klar. Also zuallererst freut es mich, man hat ja immer sozusagen gesagt, wir würden in Handschellen mit dem PD liegen und wir könnten ja nicht anders. Jetzt plötzlich ist eh alles wieder auf der anderen Seite schon gemachte Geschichte. Das freut mich, weil es zum Ausdruck bringt, dass die Südtiroler Volkspartei eine eigenständige Partei ist, die ihren Weg geht und dann entscheiden wird. Es ist einfach so, dass man schauen wird müssen, wer wirklich die italienische Sprachgruppe auch in Südtirol vertritt, immer wenn wir auch in die Verantwortung gerufen werden, eine Regierung zu bilden. Und es ist im Moment wirklich die Situation, dass es sich nicht so abzeichnet, dass möglicherweise der Partito Democratico, aber das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden, eine breite Zustimmung erfährt. Für uns ist aber klar, unabhängig davon, wer morgen ein Partner sein sollte, dass es nicht verhandelbare Punkte gibt. Und es sind nicht verhandelbare Punkte, dass eine Partei selbstverständlich bedingungslos zur Autonomie stehen muss, zu Europa stehen muss. Und da habe ich auch mit der Lega so meine Schwierigkeiten, keine Frage. Und dass man für ein friedliches Zusammenleben in diesem Land einsteht, das sind Bedingungen, die wir stellen und die jenseits von Ideologien in jedem Falle gegeben sein müssen. Sonst kann ich mir wirklich eine Koalitionsregierung, auch als SVP, ob man nicht vorstellen. Herr Königsberger, der Vorwurf an Sie, Sie waren Cinque Stelle, haben jetzt eine eigene Liste, Team Königsberger. Man sagt, das sei eine Mogelpackung. Sie werden dann wieder zusammen mit den Cinque Stelle eine Fraktion machen und werden, also es sei ein Schwindel, um die deutschen Stimmen zu holen. Ja, das braucht man sich nur die Aussagen von manchen Fünf-Sterne-Leuten nachzulesen, von Verrat und alles. Das ist ganz klar, dass das nicht stimmt. Ich hätte ja durchaus das Projekt mit 5 Sterne gemacht, aber mit ganz anderen Vorzeichen als territoriales, autonomes Projekt in Verbindung mit einer Partei rum. So ein bisschen wie es die CSU in Bayern gibt, die mit der CDU in Berlin regieren kann. Das wäre mein Wunsch gewesen, das haben sie nicht zugelassen, deswegen habe ich es alleine gemacht. Aber ich habe es wirklich alleine gemacht, momentan ist mit ihnen Funkstille. Es stimmt aber weder, dass es einen Krieg gibt, noch dass es eine Mogelpackung ist. Jetzt machen wir mal die Wahl, aber ich ziehe mein Ding selber durch, ich bin ein freier Mensch und ich akzeptiere es nicht, nach den Regeln von Casaleggio hier in Südtirol eine politische Aktivität zu steuern. Das ist absurd. Und dass das nicht funktioniert, sieht man ja, wenn man sich die Kandidatenliste oder 5 Sterne anschaut, da steht schon die Antwort. Ich wusste, dass das herauskommt und für sowas gebe ich meine Lebenszeit und auch meinen Namen nicht her. Ja, mich würde eines schon interessieren. Ich habe auch in einem Streitgespräch ja hier gehört, sozusagen die Anknüpfungspunkte. Morgen könnte es ja eine Fraktionsgemeinschaft Cinque Stelle und Team Königsberger sofort im Landtag wieder geben. Dann sollte man das auch sagen. Ich bin ganz einfach der Meinung, dann sollte man vor den Wahlen auch sagen, ja, möglicherweise gibt es danach wieder eine Fraktionsgemeinschaft im Südtiroler Landtag zwischen den beiden Parteien. Eine Fraktionsgemeinschaft zwischen den zwei Parteien ist völlig ausgeschlossen. Thematische Überschneidungen wird es geben, auch mit anderen, da können wir drüber reden. Eine Fraktionsgemeinschaft ist völlig ausgeschlossen, wieso sollten wir drüber reden? Ich glaube, das ist schon viel wahrscheinlicher, dass wir einen Vize-Landeshauptmann Besone finden, als wir eine Fraktion. Naja, ich muss sagen, wenn ich auch die Interviews, aber das ist Ihre Angelegenheit, auch lese noch vom März diesen Jahres, wo man sozusagen jetzt sich gefreut hat, dass die Cinque Stelle in Rom regieren und mit Freunden in Rom dann guten Kontakt halten kann. Ja, da vermute ich ja ganz etwas anderes, aber bitte, das ist Ihre Angelegenheit. Ja, aber Sie haben gesagt, es wurden Fehler gemacht. Vor ein paar Tagen wurde Florian Zerzer zum Generaldirektor des Sanitätsbetriebes ernannt, mit arbeitsrechtlichen Beschlüssen, die jenseits von Gut und Böse sind. Ist das nicht eine Freundlerwirtschaft, die kaum ertragbar ist?
Nein, ich sage mit aller Deutlichkeit, es war notwendig, einen neuen Generaldirektor zu haben. Und aber das haben wir getan. Liter, das heißt, dass man 3 Beschlüsse macht innerhalb weniger Tage, um ihm sozusagen arbeitsrechtlich eine bessere Sache zuzuschanzen. Das wird sich ja erweisen, wenn diese Zweifel bestehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen korrekten Weg gegangen sind, auch mit der Nominierung von Florian Zerzer, und dass Florian Zerzer die richtige Person jetzt ist, um in diesen Betrieb wieder Ruhe hineinzubringen. Also ich glaube, euch ist gar nicht bewusst, dass eigentlich der größte Vorwurf, den euch die Leute machen, ist genau das, dass man ja bei jedem Wettbewerb von vorne schon rein weiß, wer wird jetzt dann dort gewinnen. Dass der Zerzer kommt, hat man schon lange gewusst. Wir wissen auch heute schon, wer der nächste Chef im neuen Deckpack sein wird. Das ist halt so typisch. Und das ist eigentlich das, was euch die Leute am meisten vorwerfen. Auch bei Zerzer, so leicht herausreden kann man sich da nicht. Ich habe nichts gegen die Person Zerzer, möchte ich vorausschicken. Gegen ihn persönlich habe ich absolut nichts. Aber dass man jetzt als Wahlkampfgag den Generaldirektor verschickt, statt dass man noch frisch wartet und lasst ihn 2 Monate mehr, bis der neue Landesrat ihn ernennen kann, das ist schon... Das ist kein Wahlkampfgag. Dass man dann den Schell hinauszahlen muss wegen einem Vorwand in der Versicherungsgeschichte. Dass man dann den Zerzer ernennt und ihn davor aber noch mit 3 Regierungsbeschlüssen ganz schnell hintereinander als Ressortdirektor absetzt, in den öffentlichen Dienst wieder aufnimmt und jetzt muss die öffentliche Hand ihm die gesamten Pensionsbeiträge zu zahlen. Das ist meiner Meinung nach... Gesetzmäßig wird es sein, aber moralisch ist sowas nicht vertretbar. Und das geht den Leuten auf die Nerven. Wenn ihr das nicht versteht, dann Künzberger und nicht Künzberger, dann werden die immer mehr Konsens verlieren. Ach, in Ihrer Partei gibt es Leute, die in dieser aufgeheizten Stimmung mit dem Wort Parasiten Wahlwerbung machen. Ist das tragbar? Das sage ich gern was dazu. Lassen Sie mich nur einen letzten Satz auch dazu sagen. Jede Benennung. Und ich habe so oft gehört in den vergangenen Jahren, es wäre immer noch Parteibuch, Wirtschaft und was weiß ich, was alles. Dann schauen wir uns in andere Regionen oder auch in österreichische Bundesländer um. Da sind und ist Südtirol heilig davor. Ich sage es wirklich so in dieser Deutlichkeit. Wir haben verschiedene Benennungen gemacht, wo man sogar in unserer eigenen Partei gesagt hat, sozusagen, ja, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und wir haben gesagt, es ist korrekt so, dass man eine transparente Nominierung macht. Und wenn es Zweifelnominierungen gibt, dann wird man diese beanstanden, dann wird man sie jetzt auch bei Florian Zerzer beanstanden und dann wird das geklärt werden, ob es korrekt war oder nicht. Ich bin überzeugt, es war korrekt. Zur Frage zurück, nein, das wird nicht akzeptiert. Ich habe in aller Deutlichkeit gesagt, dass ich so ein Vokabular in meiner Partei nicht haben will und wenn man sich nicht ganz klar distanziert und dafür entschuldigt, dass er auch Konsequenzen hat. Das ist jetzt in einer schriftlichen Entschuldigung, weil ich jegliche mündliche Stellungnahme nicht mehr akzeptiert habe, wo man herumlaviert, in einer schriftlichen Stellungnahme erfolgt. Und das ist zumindest einmal ein wichtiges Zeichen. Ich kann das nicht in einer Partei verantworten, die ein christlich-soziales Gedankengut hat und schon gar nicht in einer Partei, die nicht das tun will, was andere tun, die anderen rechts überholen oder was weiß ich, was Politik jetzt auf Kosten der Schwächsten machen. Das ist nicht unser Stil. Klare Regeln in der Integration sehr wohl, aber so etwas nicht. Sie treten auf, als das Neue, sozusagen eine neue Art Politik zu machen. Einer der Kritikpunkte ist zum Beispiel, dass einer der Kandidaten, Alex Ploner, sozusagen in den letzten Jahren sehr viel Geld vom Land bekommen hat für verschiedene Projekte. Ist das konsequent? Alex Ploner, das kann man ja nachlesen in dieser Zeitung, die das 2-mal herausgezogen hat, hat ja darauf schon ausführlich geantwortet. Das Geld hat ein Verein bekommen, der damit das größte Mountain Summit in Europa, in Südtirol organisiert hat, das über 10 Jahre. Er hat über 10 Jahre weniger bekommen, als die Landesregierung für ein einziges Fotografiemuseum auf dem Kronplatz bereitgestellt hat in einer One-Shot-Aktion. Na, das ist ein gutes Argument. Das International Mountain Summit ist ein Vorzeigesummit gewesen, auch heuer. Es war Richard David Brechter, Daniel Liebeskind. Alex Ploner hat ehrenamtlich gearbeitet, er hat außer ein einziges Mal eine Spesenvergütung kein Geld dafür bekommen. Das ist schon ein Unterschied und das Geld kommt auch aus dem Landeshaushalt und nicht von der SVP. Das sind auch gewisse Aussagen, er spuckt in den Teller, aus dem er gegessen hat, treffen ganz einfach nicht zu. Danach kann er Alex Ploner mögen oder nicht mögen, man kann ihn wählen oder nicht wählen, aber dieser Vorwurf geht schon ins Leere. Naja, ich muss schon eines sagen, wenn man selbst damit Wahlkampf macht und sagt Privilegienabbau und das politische... Das politische Gutdünken, das habe ich auch gelesen, muss endlich aufhören, ist das halt wenig glaubwürdig. Ich bin auch der Meinung, absolut, das IMS ist eine tolle Veranstaltung, hat sich selbstverständlich einen Beitrag verdient. Klar. Ob es dann konsequent und kohärent ist, so zu argumentieren und zu sagen, es muss endlich das Gutdünken aufhören. Entschuldigung, das ist Ehrenamt. In dieser ganzen Kampagne wurde eines vergessen, man hat Alex Ploner angegriffen, weil wegen der Beiträge für die Trendy Bar, Sie waren der Vizepräsident der Trendy Bar, das hat man vergessen? Ja, nein, das hat man nicht vergessen, das ist ja auch geschrieben worden und auch von Alex Ploner gesagt worden, warum bin ich Vizepräsident? Weil ich darum gebeten worden bin, bei einer Entschuldung zu helfen für diese Initiative. Das war die Bitte an mich
Und ich habe gesagt, ja, ich kann mit der Zielsetzung dieses Vereins durchaus mich identifizieren. Und wenn ich hilfreich sein kann zu entschulden, dann helfe ich irgendwo mit, so schwierig die Angelegenheit auch ist. Wenn man sich den Wahlkampf auf der Volkspartei anschaut, dann sieht man keinen roten Faden. Es scheint, jeder tut, was er will. Naja, das muss jeder selber werten. Ich glaube das nicht. Wir haben zum Ausdruck gebracht, wofür die Südtiroler Volkspartei zeitlos, ich sage es wirklich nicht jetzt in diesen zwei oder drei nächsten Jahren und in den zwei letzten Jahren steht, sondern wofür wir insgesamt stehen. Und da differenzieren wir uns schon stark von anderen. Wir stehen für eine Autonomiepolitik auf Basis von Grundsätzen, weil ich höre auch von anderen Parteien oder auch von Tim Kölnsberger, die zum Teil entweder kein Programm haben oder auch sagen, Mehrsprachigkeit, mehrsprachige Schule und Proporz wird aufgehoben. Wir stehen für Autonomie. Ich habe das von einem Kandidat das gestern gehört. Wir stehen für die Säulen der Südtiroler Autonomie und wir stehen vor allem in der jetzigen Zeit für eine Europa. Und das ist mir wichtig, für eine europäische Einigung. Wir haben in Rom eine Regierung, die sagt, die Bruxelles mene frego. Wir haben Cinque Stelle, die im Hintergrund gefordert haben, dass sie über den Euro-Austritt mehrmals abgestimmt werden soll. Also das ist für Südtirol ein Weg, der nie ein Weg sein kann. Hoffentlich können wir alles dazu beitragen, dass die europäische Einigung und der europäische Weg für Südtirol einer bleibt, auch kann wenn ich, wir... Kann ich voll unterschreiben, weiß aber nicht, wie ihr das mit der Lega unter einen Hut bekommen wollt. Ja, in Zukunft. Mit den Freunden von den Cinque Stelle, ihren Freunden, das haben wir ja mehrmals in der Vergangenheit auch über den Euro-Austritt und alles Mögliche diskutiert. Ja, die Euro-Heizer sitzen schon bei der Lega, nicht bei den Cinque Stelle. Bei Grillo. Herr Kölnsberger, Politik wird nicht mehr durch Inhalte gemacht, sondern vor allem durch Form. Philipp Achammer, gefällt es sozusagen für Home Stories zu posieren? Warum machen Sie das nicht? Ist Ihnen auch angeboten worden? Na, Home Stories eigentlich kann ich mich nicht erinnern, aber ich würde es auf keinen Fall jedenfalls machen. Sie würden doch auch mit Ihrer Frau und Ihren Kindern punkten? Na, ich würde meine Frau und meine Kinder persönlich nicht in den Wahlkampf hineinziehen. Das ist aber eine persönliche Entscheidung. Also ich sehe da keine, ich will da niemanden Vorwürfe machen. Mir persönlich würde es nicht gefallen, ich würde das nicht tun. Ich liebe es lieber, mit den Leuten zu reden und über Inhalte zu reden und auch mal ein bisschen zu debattieren, aber ich glaube, ich brauche... Ja, bringt eine Geschichte über Ihre Ehe mehr als eine politische Debatte? Ich denke, ich führe genauso viele politische Debatten und versuche auch mit den Menschen zu diskutieren. Ja, sicherlich, ich weiß, ich kenne auch diesen Vorwurf mir gegenüber. Es ist einfach auch so, dass auch meine Frau eine Person des öffentlichen Interesses ist und auch war besonders. Und glauben Sie mir, man sucht sich nicht immer, das wird jetzt viele sagen, ja, das wird aber so sein, man sucht sich nicht immer nur das Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Manches Mal ist es eher auch umgekehrt, bis hin in einen sehr großen Eingriff auch in die Privatsphäre. Aber das muss niemanden leiten, damit muss man umgehen können und wir gehen offen damit um. Herr Kölnsberger, Arno Kompasch hat das Wahlziel korrigiert auf über 40%. Das heißt, Sie bekommen 5 Landtagsabgeordnete? Das würde ich sofort unterschreiben. Nein, ich bin nicht so optimistisch. Es gibt uns erst seit 3 Monaten, wir haben wirklich wenig Budget, dass man da nicht ganz gleich die Welt zerreißen kann, ist mir vollkommen bewusst. Ich habe gesehen, dass das Wahlziel so nach unten korrigiert worden ist. Die Umfragen hat die SVP in der Hand, ich habe nie eine gemacht, das wird schon einen Grund dafür geben. Ein taktischer Schachzug? Nein, der Landeshauptmann hat eines gesagt, er hat gemeint, dass jedes Ergebnis über 40% in der jetzigen Zeit, auch über Südtirol hinaus, im Grunde genommen ein tolles Ergebnis ist, aber natürlich ist es unser Ziel, das Ergebnis von 2013 zu halten. Wir haben noch eine Minute. Herr Achammer, warum würden Sie Paul Kölnsberger nicht wählen? Nicht wählen? Ich halte persönlich wahnsinnig wenig davon, ich sage es so deutlich, dass man ständig über den politischen Konkurrenten möglicherweise, ich weiß, manches Mal wäre es spannend, sozusagen Negativschlagzeilen zu produzieren. Jeder soll den eigenen Weg gehen und mit dem eigenen Programm, mit der eigenen Überzeugungskraft, mit dem eigenen Idealismus und den eigenen Zielen die Wählerinnen und Wähler überzeugen und dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich halte wenig davon, jetzt zu sagen, deswegen würde ich ihn nicht wählen. Ich wähle natürlich die Partei, von der ich am meisten überzeugt bin und der ich vorstehe. Warum wählen Sie Achammer nicht? Das sehe ich jetzt gleich wieder, Philipp. Also ich glaube, man soll nicht über andere negativ reden, wo mich andere nicht will. Man soll versuchen, über die eigenen Themen positiv zu reden. Letzte Frage. Wann werden Sie Bürgermeister von Bozen werden? Also das steht in meiner Lebensplanung nicht drinnen und über sowas haben wir nicht einmal nachgedacht. Jetzt ist einmal der 21. Oktober, dann gibt es Europawahlen und 2020 sind Bürgermeisterwahlen und da werden wir schauen, wie wir uns abstimmen. Sie werden nicht Bürgermeister von Bozen, sondern Landeshauptmann? Nein.
Gottes Willen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Moment den besten Landeshauptmann im Land haben, der im Moment im Angebot sozusagen ist für dieses Amt, und das ist Arno Kompatsch. Da stehe ich voll dahinter. Ich bedanke mich, 20 Minuten sind um, 20 Minutes, und wir wünschen Ihnen eine gute Wahl.